Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen für den Game Boy Color. Wir reden nochmal mit ein paar Leuten. Versuche schnell deinen Tisch zu finden, Harry. Hallo, kann ich da nicht hoch? Doch. Gryffindor ist das richtige Haus für dich, Harry. Geh zu deinem Tisch. Geh zu deinem Tisch, Harry. Ich muss die Zeremonie beaufsichtigen. Ich bin so ein alter Sack. So geiles. Geh zu deinem Tisch, Potter, oder willst du schon Punkte verlieren? Geh zu deinem Tisch, man kann nie wissen, wer einen beobachtet. Gut gemacht, ich hoffe, dass ich auch nach Gryffindor komme. So, du bist nicht mein Tisch, ne? Ist das der Tisch von Haus Gryffindor? Das ist der Tisch von Slytherin. Slytherin, wir sind die Größten. Das ist der berühmte Harry Potter. Schade, dass es hier keinen Tisch für Muggels gibt, Potter. Das ist der Tisch von Slytherin. Das ist der Tisch von Slytherin. Der blutige Baron, er mag uns nicht. Das ist der Tisch von Slytherin. Das ist der Tisch von Slytherin. Das ist der Tisch von Slytherin. Ich habe mal mit Draco gesprochen, aber gut. Ist das der Tisch von Haus Gryffindor? Nein, das ist der Tisch von Hufflepuff. Hufflepuff, wir sind die Besten. Ja. Scheint es ein feiner Kerl zu sein, dieses nicht. Das ist Hermine, ne? Das ist nicht der richtige hier. Ist das Tisch von Haus Gryffindor? Tut mir leid, aber dies ist der Tisch von Ravenclaw. Niemand kann Ravenclaw besiegen. Herrscht im Haus genauso ein Durcheinander wie auf diesem Tisch? Hallo? Ist das der Tisch von Haus Gryffindor? Tut mir leid, aber das ist nicht dein Tisch. Sir Nicholas de Mimsey Purrington, Hausgast von Gryffindor. Ich wohne im Turm. Was kann ich für dich tun? Ist das der Tisch von Haus Gryffindor? Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Harry, komm hier hin. Danke, ich fühle mich etwas verloren. So. Wer ist der Mann mit dem scharfen Gesichtszügen dort hinten? Er scheint mich zu hassen. Das ist Snape. Er lernt Zaubertränke und ist Hauslehrer von Slytherin. Baldi in gutem Auge. Der mit dem Turban ist Quirrell. Er unterrichtet Verteidigung gegen die dunklen Künste. Man sagt, Snape sei scharf auf seinen Job. Und da kommt Ron Langa. Ich wurde für Gryffindor ausgewählt. Gut gemacht, Ron. Dann sind wir jetzt alle zusammen. Was meinst du mit wir? Lauf mal ein bisschen schneller, dann komm. Die Zeremonie ist zu Ende. Willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Das Bankett ist eröffnet. Nam, 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 nam. Ich hoffe, euch hat das Bankett gefallen. Macht euch jetzt auf den Weg in eure Häuser. Auf den Weg, eure Häuser zu finden. Hier wird klar, das ist eine große Ehre für dich, ist das Haus Gryffindor ausgewählt worden zu sein. Du hast Gerüchte darüber, dass eine neue Kartenkombination zum Sammlerverein verfügbar ist. Oh geil, ich höre Gerüchte. So, hier ist niemand mehr. Ja, sehr schön. Dann gehen wir doch mal hier hinten durch. Klapp. Hallo, Kopf. Dieses Porträt ist ein bisschen ölig, wenn du mich fragst. Ich war mal eine vollständige Statue, aber jetzt bin ich nur noch eine Büste. Immer habe ich mich schon immer Ich habe mich schon immer gefragt, wie es ist, Schultern zu haben. Es ist gar nicht so schlecht, eine Büste zu sein. Ich habe als Beschwerer angefangen. Wenn du mit dem Bildkern berühmter Hexen und Zauberer handelst, kannst du mir Kombinationen einsetzen. Patrice und unheimlich, ihre Augen verfolgen dich durch den ganzen Raum. Ich glaube, der Rahmen ist das Beste an mir. Ich versuche, mit meiner inneren Wasserfarbe zu kommunizieren. Schön, dich zu sehen, hier entfernen sich nicht viele Besucher. Ich glaube, der Rahmen ist das Beste an mir. Vielleicht bin ich nur ein Porträt, aber mal ehrlich, ich bin besser als die Person, die für mich Modell gestanden hat. Ich war mal in einer Wanderausstellung und mir war wochenlang schwindelig. Schön, dich zu sehen. Hierhin verirren sich nicht viele Besucher. Ich wurde über meine Landschaft gemalt und manchmal piekst sie mich im Rücken. Schön, dich zu sehen. Bla, bla, bla. Ich war eigentlich nur eine Skizze, hab aber hart an mir gearbeitet. Ich glaube, der Rahmen ist das Beste an mir. Okay, wir haben uns Porträts angeguckt. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier raus. Gucken uns das an. Hallo. Ich dachte, das kann ich mir angucken. Ah. Alle haben 50. Wuhu. Yay. Okay, darf ich da rein? Cool, ich bin im Lehrerzimmer. Feuer! Nja, 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 nja. Okay. Ja, hier stehen... Liegt hier noch was Wichtiges rum?
Also ich meine so kartenmäßig. Nö, also gehen wir wieder raus. Hoppa, da, warte. Und gucken uns erstmal ein bisschen um. Ich meine, wir müssen hoch, das ist klar. Aber hallo! Diese schluckenden Wasserspäne bewachen die Eingangstür des Aufenthaltsraums der Lehrer. Nachts schlafen sie jedoch. Okay, was ist denn hier drin? Das ist ein Klassenzimmer, nicht? Nee, das ist kein Klassenzimmer. Wo überall Karten drin sind, jetzt mal ehrlich. Hier schläft jemand, okay. Möchte ich hier nicht so viel Dreck verunstalten? So, was ist hier oben? Oh, das ist eine Putzkammer. Ja, gut. Die Putzkammer, ist schön, dass wir die gefunden haben. Verschlossen. Nein, okay, rennen wir auf die andere Seite. Von da kamen wir, ne? Ja, okay. Können wir schon raus? Nee, ne? Nee, okay, wir können noch nicht raus. Oh, süße kleine Liebeball, wo man ihn sieht. Benimm dich, Peeves, oder soll ich den blutigen Baronen? Ich mach da nur ein wenig Spaß. Wer war das denn? Peeves, der Poltergeist, nimm dich vor eine Macht. Der blutige Baron der Hausgast von Slytherin ist der Einzige, der ihm in den Griff hat. Okay. Jo, passiert. Hallo. Das sieht komisch aus. Gut. Du guckst so. Yeah. Sieh dich ganz genau in der Schule und auf dem Schulgelände um. Die Schüler verstecken schon seit vielen Jahren Dinge hier. Ich weiß. Geil, ne? Hallo, du siehst auch witzig aus. Wo befindet sich Gryffindor? Es kann überall sein. Tische. Tafeln. Oh yeah. Ich werde hier sterben, wenn ich das jetzt versuche. Okay, das ist eine Fledermaus und eine Schnecke. Ach, du Heilige. Ja, das hat Schaden gemacht. Gut, dass du mich nicht getroffen hast. Aua. Stirbst du bitte? Danke. Ach, du Heilige. Bist du auch dagegen empfindlich? Scheint so, ne? Au. Das ist mein Ende, oder? Komm schon, bitte, stirb. Bitte, 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 bitte. Danke. Oh Gott. Quali-Arbeitskleid. Mein lieber Mann, die sind stark. Mit denen sollte man sich nicht anlegen. Noch nicht. Okay. Gut, was ist hier drin? Kartenkombination. Okay, Leute, ich würde sagen, wir erkunden irgendwann anders das hier. Also, das sieht so dumm aus. Das Schloss. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu schwach dafür. Und wir laufen jetzt mal ganz schnell hoch, was 10 Stunden dauern kann. Da hochlaufen wir immer so. Ach, ich muss hier lang und dann muss ich hier lang und dann muss ich da hoch. Nein, es war runter, verdammt. Ich sagte hoch. Hoch. Danke. So. Und ich glaube, das hier ist ganz oben. Ja, hier. Können Sie sprechen? Wieso sollte ich nicht sprechen können? Wissen Sie, wo Gryffindor ist? Natürlich weiß ich das. Ich bin die Wächterin von Gryffindor. Wie kann ich dort hineingelangen? Nun musst du mir das geheime Passwort nennen. Aber wie lautet das Passwort? Es wäre doch Geheimnis mehr, wenn ich dir einfach verraten würde. Kleiner Dummkopf, du musst es schon selber herausfinden. So, wir brauchen das Passwort. Das ist natürlich ein bisschen dobi. Kennst du das Passwort für Gryffindor? Die Hausgeister kennen die Passwörter ihrer eigenen Häuser, aber ich bin zu feige, einen zu fragen. Müsst ihr bitte reingehen? Ach so, okay. Verschlossen. Ich habe Geld bekommen und das nicht, und dann fand ich gerade wenig. Ich schaue unaufhörlich in diese große Kristallkugel, aber ich kann die Zukunft einfach nicht sehen. Ja, verdammt. Jetzt habe ich ein Problem. Ich finde das witzig. Guck dich das an. Ui. Das fand ich schon auf dem Game of Color ziemlich interessant. So.
Was ist hier drin? Ist das ein Ja, ich gehe hier nicht rein. Das ist ein Klassenzimmer. Da wartet mich eine Unheilschrecken und der Tod. Ich störe einen Sterngucker. Okay, dann rennen wir kurz. Der ist auch noch im Raum. Okay. Sieh dich ganz genau in der Schule und auf dem Schulgelände und die Schüler verstecken. Bla bla bla. Okay, kennen wir. Hui. Okay. Verdammt. Ach cool, hier kann ich mich heilen. Ja, das ist schön. Ich meine, hui, heilen ist gut. Hallo. Hallo, Harry. Du bist ja verletzt. Möchtest du vielleicht dich heilen? Ja, bitte. Glück, 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 glück. Du freust dich ja so. Es müsste schon besser gehen. Danke, Madame Pomfrey. Ich liebe sie. Lieben sie mich auch? Auch wenn ich ihr Zeug klaue? Also, ich meine, ich will jetzt nicht wissen, warum hier hinten Kloschüsseln sind und da drin Kartenkombis, aber... Ja. Ey, ich will dagegen kämpfen. Oh, wie süß. Okay. Ja! Gut, ist hier noch irgendwas, gegen das ich kämpfen kann? Ein bisschen stärker werden? Okay, gut. Den können wir benutzen. Der ist gut. Wie viel HP habe ich eigentlich noch? Sehe ich ja gleich. Oh oh. Ja, jetzt habe ich mir doch ein bisschen doof eingebrockt. Jetzt bin ich gleich tot. Und tot. Und könnten Sie mich bitte heilen? Ja, okay, ich bin geheilt. Hier oben ist ja auch noch was. Ach du heilige Madame. Wie viel ist bitte in Ihrem... Ja. In Ihrem. Mhm. Vielleicht sollte ich es jetzt auch mal zu Ende bringen. Ach du heilige... Okay. Okay, ich werde sterben. Das ist schon mal sicher. Ja, danke. Mhm. Sehr gut. Okay, ich muss den Hausgeist finden. Ja, ich finde den Hausgeist nicht. Jetzt bin ich noch weiter unten. Sehr schön. Mhm. Ja. Ich turn hier durch alles mir Mögliche. Gut. Mit welchem Stockwerk bin ich? Okay, jetzt bin ich wieder im ersten. So, wo ist denn der fast kopflose Nick? Hier unten ist er nicht, okay. Verdammt. Wie steht die Punktezahl? Hat die sich clever geändert? Nein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir suchen nächstes Mal die kopflosen Nick. Und bis dahin, ciao!